Liebe Schachfreunde, in meinem ersten Schachvideo, wo ich die ABC-Strategie vorgestellt habe, habe ich unter B gesagt, man muss immer versuchen, den besten Zug zu finden, natürlich für sich selber und nicht den erstbesten. Aber zu B gehört noch etwas anderes, nämlich der sogenannte Blundercheck. Blundercheck heißt also Patzercheck auf Deutsch. Das heißt, ich muss immer, bevor ich den besten Zug, den ich gefunden habe, für mich auch tatsächlich ausführe, noch einmal checken, ist da nicht vielleicht ein dicker Patzer dabei, wenn ich das mache? Stelle ich vielleicht die Dame ein oder kann der Gegner, wenn ich diesen Zug ausführe, dann etwas machen, was er vorher nicht machen konnte? Und das Unterlassen dieses Patzerchecks oder eben Blunderchecks ist, so wie ich das erfahren habe, einer der allerhäufigsten Fehler, zumindest im Amateurbereich, aber manchmal sogar bei den Profis, der zum Verlust, und zwar zum völlig unnötigen Verlust von Partien führt. Hier ist zum Beispiel eine durchaus bekannte Falle aus der französischen Eröffnung. Weiß hat mit E4 eröffnet und französisch bedeutet, man spielt als Schwarzer E6. Jetzt kommt der D4-Bauer und man antwortet darauf mit D5. Das hier ist die Vorstoßvariante und darauf spielt Schwarz auch noch diesen Bauern hier vor. Und der Weiße verteidigt seinen Bauern mit dem C-Bauern. Jetzt kommt der Springer auf beiden Seiten. Und jetzt kommt die Dame auf B6. Und der mittlere Bauer hier, der D-Bauer, ist jetzt dreimal angegriffen. Aber Weiß ignoriert das und spielt den Läufer auf D3. Und jetzt glaubt Schwarz möglicherweise hier leicht einen Bauern gewinnen zu können, schlägt also diesen Bauern, der wird zurückgenommen, aber man ist ja noch zweimal drauf mit dem Springer und mit der Dame, nimmt also den Bauern, aber Weiß nimmt den Springer einfach zurück und wenn jetzt Schwarz so töricht ist und den Springer schlägt, ist es schon passiert, denn jetzt spielt Weiß den Läufer mit Schach auf das Feld B5 und die Dame hängt und kann auch nicht dazwischen gesetzt werden. Darauf muss man achten, nicht nur in der französischen Eröffnung. Das ist ein sehr, sehr häufiges taktisches Motiv, das Abzugsmotiv. Man greift eine Schwerfigur oder hier sogar den König an, gleichzeitig aber durch Abzug eine andere Figur, hier die Dame, und das kann schon tödlich enden. Hier ein Partiebeispiel, wo Weiß leicht besser steht. Weiß hat zwei Leichtfiguren gegen einen Turm von Schwarz. Schwarz hat dafür diesen Freibauern, aber der Computer sagt, Weiß steht leicht besser. Und hier spielte Weiß Springer, schlägt den Bauern. Und das war ein dicker Patzer, der eigentlich keinem Kreisligaspieler passieren sollte, denn jetzt folgt Turm auf B6. Beide Leichtfiguren sind gleichzeitig angegriffen. Sie können sich nicht gegenseitig decken. Und eine der beiden Leichtfiguren geht verloren. Und damit auch das Spiel. Weiß spielt hier jetzt noch den Springer hier auf das Feld F4. Aber das nützt auch nicht mehr viel. Der Turm nimmt den Läufer, deckt gleichzeitig diesen Bauern. Und es ging noch einige Züge weiter. Aber schließlich musste Weiß aufgeben. Und hier sieht man, wie leicht es ist, einen ja ziemlich dummen Patzer zu machen. Jetzt wird man vielleicht sagen, na ja, also das ist ja wirklich, sieht ja jeder. Und wenn man aber weiß, wer dieses Spiel gespielt hat, Weiß war nämlich niemand anders als Magnus Carlsen, der amtierende Weltmeister, und Schwarz war Vichy Anand. Es war zwar ein Kurzschachspiel, also kein Blitzschachspiel, aber eine Kurzpartie, aber trotzdem so etwas darf natürlich nicht passieren und trotzdem passiert es selbst einem Weltmeister. Hier ein Beispiel aus der Kreisliga, wo ich selber auch spiele. Allerdings keine Partie von mir, sondern von einem meiner Mannschaftskollegen, der mit Schwarz spielte und hier deutlichen Vorteil hat. Er hat einen Bauern mehr, aber vor allen Dingen sind seine beiden Türme hier sehr gefährlich. Und er ist außerdem am Zug und spielte in dieser Situation den Läufer auf A2, was nicht der beste Zug gewesen ist. Aber seine Idee war, den Turm daran zu hindern, hier auf A7 möglicherweise Schach zu sagen, was ja auch sehr gefährlich aussieht. Und anschließend dann selber den weißen König anzugreifen. Weiß dachte an seinen eigenen Angriff.
und spielte hier den katastrophalen Zug Springer auf F5 und gibt damit dieses Angriffsfeld frei. Allerdings steht Schwarz zunächst mal im Schach. Und das war eben, wie gesagt, schon ein katastrophaler Fehler. Schwarz geht hier zur Seite. Es folgt erneutes Schach. Schwarz entzieht sich dem. Es erfolgt erneutes Schach. Der schwarze König geht jetzt auf das Feld F6 und rettet sich erstmal. Und jetzt versucht Weiß mit dem Bauern weiteren Druck zu machen. Der wird geschlagen. Und Weiß versucht jetzt Druck zu machen auf den Bauern auf D6. Aber jetzt kann Schwarz zuschlagen und macht das auch. Es erfolgt Schach auf G2 und das ist katastrophal für Weiß. Weiß kann eigentlich nur noch in die Ecke gehen. Es folgt erneutes Schach und der König muss wieder zurück auf G1. Es erfolgt, pardon, ja, es hätte jetzt erfolgen müssen, der Turm natürlich, der zweite Turm hätte hier auf G2 kommen müssen. Ich habe zufällig zugesehen, weil meine eigene Partie ganz gut stand und dann bin ich mal zu den anderen Brettern gegangen und habe in dieser Stellung gesehen, dass mein Kollege also klar auf Sieg stand. Matt in drei Zügen wäre das gewesen. Er hätte nur noch den Turm auf G2 setzen müssen. Der König muss auf F1 und dann Schach mit dem Läufer. Und anschließend der Turm auf der H-Linie Schachmatt. Das wäre es gewesen. Aber hier hat mein Schachkollege ein Spiel weggeworfen, indem er es zu gut machen wollte, wenn man so will. Und er hat einfach vergessen, warum er den Läufer eigentlich auf die A-Linie gesetzt hat, nämlich um das Turmschach zu verhindern. Und er versucht es jetzt, indem er das Feld F1 überdeckt und jetzt mit Schachmatt droht. Aber jetzt ist ja erstmal der Weiße dran. Schach. Und er muss den Läufer dazwischen setzen. Jetzt kommt der gefährliche zweite Turm. Jetzt ist eigentlich schon alles verloren für Schwarz. Er versucht es jetzt noch mit Dauerschach, aber das bringt nichts mehr, weil der König kann sich auf die D-Linie retten. Und weil hier der gegnerische Turm steht, ist jetzt ein weiteres Schach nicht mehr möglich. Jetzt versucht Schwarz noch ein Matt, indem er gleich hofft, auf B1 ziehen zu können. Aber das ist natürlich, sind natürlich Träume. Denn vorher schlägt Weiß noch seinen Läufer wieder mit Schach. Der König muss weg. Erneute Schach. Und das Spiel musste aufgegeben werden von Schwarz. Also, was wäre richtig gewesen, nachdem wir in dieser Situation waren, hätte jetzt klar kommen müssen, Turmschach. Und hier gibt es nur noch ein Feld, auf das der König kann. Jetzt folgt Schach mit dem Läufer. Und es kann nichts dazwischen gesetzt werden. Der König muss auf das Feld E1, denn die zweite Reihe ist ja überdeckt durch den Turm und jetzt kommt auch schon das Schachmatt. Und selbst wenn es kein Matt gewesen wäre, wäre der Turm auf der A1-Linie erobert worden. Also das Spiel war absolut verloren für Weiß. Aber wenn Schwarz eben nicht gut aufpasst und nicht den Blunder-Check macht, was kann Böses passieren, wenn ich meinen Läufer eben hier auf C4 setze, zu früh, dann geht auch eine solche Partie noch verloren.